Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern, Ordnungspolitischer Ausschuss. Heute haben wir Heinrich Hasis hier, der reden wird über Niedrigzins- und Corona-Auswirkungen auf Wohlstand und Kreditinstitute. Vielen muss ich Herrn Hasis ja gar nicht vorstellen, denn er ist der langjährige Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes bis 2012, als er dann pensioniert wurde. Lassen Sie mich ein bisschen über seinen Werdegang sagen. Er ist Diplom-Verwaltungswirt. Er war früh schon Bürgermeister der Gemeinde Binsingen. Er wurde dann Landrat im Zollernalbkreis und er wurde Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg. Dann Präsident des baden-württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes. Und dann eben Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, wo er eine ganz besonders wichtige Funktion hat. Und dann hat er anschließend und auch zum Teil zeitgleich gearbeitet als Präsident der Europäischen Sparkassenvereinigung und Präsident des World Savings and Retail Banking Institute. Dann, nach der Pensionierung ist er ebenfalls tätig geworden, ehrenamtlich als Vorsitzender des Vorstandes der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, die sich insbesondere mit dem Sparkassenwesen und dem Aufbau desselben in Entwicklungsländern beschäftigt. Er hat viele Auszeichnungen bekommen, verschiedene Verdienstkreuze, insbesondere zum Schluss auch das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Zahlreiche Ehrenämter in sozialen und kulturellen Einrichtungen, zahlreiche Aufsichtsräte. Also eine Person, die sehr, sehr aktiv ist in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und das Finanzwesen Deutschlands und der Welt besser kennt als kaum jemand sonst. Und von ihm möchten wir eben jetzt heute hören, wie die Sparkassen überhaupt noch ihr Geschäft machen können in einer Zeit, wo sie keine Zinsen mehr verdienen. Denn die Zinsen, die Sie heute auf Baugeld zum Beispiel bezahlen, liegen zwischen 0,5% und 1%. Das ist ja so groß wie die Ausfallmarge. Ja, wo liegt denn da der Gewinn eigentlich? Was machen die Sparkassen? Wie kommen wir über die Runden? Wie ist das Ganze zu beurteilen? Und was wird sich denn längerfristig ergeben? Herr Hasis, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Professor Sinn. Zuerst vielleicht ein kurzer Blick zurück. Am 28. Januar letzten Jahres, also fast genau ein Jahr, da hat der Spiegel erstmals einen Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Manchmal kommt es einem vor, als ob schon ewig wäre, aber es sind jetzt genau 12 Monate. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir in Deutschland einen fabelhaften Aufschwung erlebt. Ein Aufschwung, wie wir ihn überhaupt nie kannten, 10 Jahre lang. Man hatte aber so das Gefühl, langsam kommt er an die Kippe. Er zeigte so ein bisschen Überreife. Beim verarbeitenden Gewerbe war auch schon ein bisschen zu befürchten, dass eine Rezession beginnen könnte. Dann kam aber der Bruch durch Corona. Seitdem wird nun immer wieder die Frage gestellt, was ist schlimmer? Der Einbruch durch Corona oder die Finanzkrise 2008? Nach meiner Meinung lassen sich beide Ereignisse nicht gut vergleichen. Weder in ihrem Anlass, noch im Verlauf, noch in der Wirkung. Der Konjunkturverlauf in der Finanzkrise gleicht einem spitzen V, schnell runter, schnell rauf. Im dritten Quartal sank das BIP um 4,7% und schon im vierten Quartal war die deutsche Wirtschaft aber wieder leicht im Plus und sie erholte sich im Jahr 2009 zusehends. Eine zweite oder gar dritte Krisenwelle gab es gar nicht. Das ist ja jetzt bei Corona total anders. Im zweiten Quartal des letzten Jahres haben wir minus 9,8%, also einen heftigen Absturz. Im dritten Quartal gab es gleich wieder ein Plus von 8,2%, also deutliche Erholung. Aber mit der zweiten Infektionsquelle seit Spätherbst wird das V jetzt eher zu einem W. Und wenn es schlecht läuft,
Dann schließt sich an das V vielleicht ein ausgedehntes U an. Jedenfalls leiden jetzt zahlreiche Branchen unter den erforderlichen Kontakteinschränkungen. Vor allem Touristik, Gastronomie, nahezu alle Teile des Präsenzhandels. Und schon jetzt wissen wir, die vorausgesagte Erholung in diesem Jahr wird nicht ausreichen, um wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen. Und das zeigt die Dimension, mit der wir es zu tun haben. 2008 war zunächst eine Krise der Finanzwirtschaft. Sie betraf zuerst wenige global agierende Finanzdienstleister. Und sie ging dann von dort, von den Finanzmärkten auf Teile der Realwirtschaft über, aber anfangs hauptsächlich auf global agierende Großunternehmen, weil sie Refinanzierungsprobleme hatten. Corona hingegen verursacht direkt einen Einbruch der Realwirtschaft, vor allem in kontaktabhängigen Bereichen, im Einzelhandel. Und das in der ganzen Breite unzählige mittlere, kleinere Firmen. Ich glaube deshalb, dass unsere Innenstädte nach Corona zum Teil etwas anders aussehen werden als vorher. Auch manche Dinge, die die Infrastruktur betreffen. Diesmal ist die Kreditwirtschaft aber nicht das Problem wie bei der Finanzkrise, sondern diesmal ist die Kreditwirtschaft in der Rolle des Problemlösers. Einerseits durch eine schnelle und sichere Finanzinfrastruktur, also auch in Zeiten des umfassenden Lockdowns gibt es keinerlei Einschränkungen. Andererseits durch kräftige Ausweitungen eigener Kredite und auch die Durchleitung und Weiterleitung der großzügigen öffentlichen Hilfen, die beschlossen worden sind. Und nicht zuletzt durch Kreditstundungen als temporäre Entlastung für die Firmen. Allein die Sparkassen haben in den letzten 10 Monaten des vergangenen Jahres 59 Milliarden zusätzliche Kredite aus eigenen Mitteln ausgereicht. Oder wenn man es aufs ganze Jahr nimmt, hat mein Nachfolger Schlewey dieser Tage bekannt gegeben, 14% mehr, also 106 Milliarden Euro insgesamt an gewerblichen Krediten. Und in über 400.000 Fällen sind fällige Kreditzahlungen gestundet worden. Aber noch etwas anderes ist entscheidend in 2020. Die Pandemie verursacht neben wirtschaftlichen Verwerfungen auch ein hohes Maß an persönlicher und gesellschaftlicher Belastung. Corona wird nicht am Interbankenmarkt, sondern vor allem in den Krankenhäusern und Gesundheitsämtern bekämpft. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung führt zu einer deutlichen Konsumzurückhaltung. Über 60 Milliarden Euro haben darauf Sparkassenkunden an zusätzlichen Einlagen im letzten Jahr bei den Sparkassen in Deutschland hinterlegt. Wo Menschen im Wesentlichen zu Hause bleiben, kann der Konsum nicht angereizt werden. Eine Abwrackprämie etwa, wie 2009, liefe heute schon deshalb fehl, weil ja niemand ein Autohaus besuchen wird oder kann. Jenseits von Finanzhilfen für die betroffenen Unternehmen verfügen deshalb heute weder die Finanz- noch die Geldpolitik über wirksame Mittel, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie spürbar einzudämmen. Auch die zwischenzeitliche Mehrwertsteuersenkung, die einen Kaufanreiz setzen sollte, hat ja kaum spürbare Effekte. Die Ursache, der Verlauf und die Bewältigung der aktuellen Krise sind also deutlich anders als in der Finanz- und nachfolgenden Euro-Krise. Anders als in der Finanzkrise ist die Geldpolitik in der Corona-Pandemie nicht der entscheidende Akteur. Sie konnte bestenfalls begleitend wirken, die Stabilität der Finanzmärkte stützen und den Kreditfluss an die Realwirtschaft rückversichern. Das allerdings hat sie auch sehr schnell getan. Und das hatte 3 positive Effekte. Erstens, die Spielräume der öffentlichen Hand für nationale wie europäische Hilfsprogramme wurden wesentlich erweitert. Der Bund hat allein letztes Jahr über 400 Milliarden Anleihen am Finanzmarkt aufgenommen. Die krisenbedingt zusätzliche Liquidität und der Kreditbedarf des Unternehmenssektors konnte voll bedient werden, ohne dass es an den Finanzmärkten zu einer Liquiditätsklemme gekommen ist oder dass diese überhaupt einmal befürchtet werden musste. Und zum Zweiten, es konnte ein Übergreifen der realwirtschaftlichen Schwierigkeiten auf den Finanzsektor verhindert werden.
Natürlich werden wir im Laufe dieses Jahres Kreditausfälle sehen. Wir wissen, einiges ist ja durch Aussetzen der Insolvenzpflicht bisher nur verschoben worden und das muss ja irgendwann ein Ende haben, möglichst bald im neuen Jahr. Das heißt, diese Ausfälle werden im Laufe des Jahres 2021 spürbar und sie werden einige Banken auch deutlich belasten. Bei den Sparkassen in der Breite ist aber meine Erwartung, dass die in den letzten Jahren aufgebauten hohen Rücklagen dafür auskömmlich sein werden. Wir haben ja jetzt 10 Jahre Hochkonjunktur gehabt, keine Wertberichtigung, keine Abschreibungen auf Kredite. Und das haben die Sparkassen genutzt, um neue Rücklagen anzusammeln. Es ist vielfach vielleicht nicht so sehr bekannt, dass der eigentliche Jahresüberschuss, der ausgewiesen und gezeigt wird, nicht die interessanteste Zahl ist, sondern die Vorsorgereserven, die bereits vor der Ausweisung des Jahresüberschusses abgezogen sind. Und die hatten die Sparkassen nacheinander etwas über 4 Milliarden jedes Jahr in solche Vorsorgereserven gepackt. Also sie haben sich praktisch so verhalten, wie wenn Wertberichtigung notwendig wäre, nur haben sie das der Reservebildung zugeführt. Also wie wenn es Kreditausfälle gegeben hätte. Nun, deshalb glaube ich, dass relativ viel Substanz vorhanden ist, um diese Ausfälle auch zu verkraften. Das Dritte, das Zinsniveau für die Staaten an den Kapitalmärkten ist in etwa auf dem außerordentlich niedrigen Vorkrisenniveau geblieben. Das war eigentlich nicht selbstverständlich anzunehmen. Denn 2020 hatten die Euro-Staaten insgesamt 40% mehr Anleihen begeben als im Jahr zuvor. Und dennoch wurde die zunehmende Staatsverschuldung weder mit einem Risikoaufschlag bestraft, noch führte das verbreiterte Angebot an Staatsanleihen zu einem Preisverfall an den Kapitalmärkten. Der Grund ist, viele der zusätzlich emittierten Anleihen landeten am Ende bei der Europäischen Zentralbank, so wie das bereits seit vielen Jahren der Fall ist. Und da sind wir beim eigentlichen Problem. Über nun rund 12 Jahre hat die Europäische Zentralbank das Konzept einer ultralockeren Geldpolitik verfolgt. Zuletzt hat sie in ihrer Ratssitzung im Dezember nochmals erneut expansive Maßnahmen beschlossen. Sie hat das Ankaufprogramm ausgeweitet und verlängert und die Konditionen für Refinanzierungsgeschäfte für Banken auf deren Passivseite gelockert. Allerdings ohne die Bedingungen der von Kreditausfällen bei der Zentralbank unterhaltenen Einlagen anzupassen. Die EZB setzt dabei vor allem auf das speziell zur Pandemiebekämpfung aufgelegte Programm PEP, PPP. Es wird um 500 Millionen Euro auf einen Gesamtrahmen von nunmehr 1,85 Billionen Euro aufgestockt und läuft mindestens bis März 2022, also 9 Monate länger als bisher geplant. Und beim regulären APP, also beim regulären Aufkaufprogramm, blieb das Ankauftempo pro Monat unverändert. Allerdings wird jetzt plötzlich gar kein Enddatum mehr genannt. In einer Rede kurz vor Weihnachten warnte Bundesbankpräsident Jens Weidmann vor dem Risiko der fiskalischen Dominanz. Wörtlich, wenn es für Staatspapiere fast schon eine Ankaufgarantie der Notenbanken gibt, dann fördert dies die Verschuldung der europäischen Staaten. Mit fast den gleichen Worten hatte Weidmann bereits im Jahr 2013 vor diesem Effekt gewarnt. Geändert hat sich seitdem aber nichts. Und das wird nach meiner Überzeugung zu langfristigen Verwerfungen führen, die ich jetzt nur ansatzweise beschreiben kann. Bevor ich aber meine Kritik äußere, will ich auch ausdrücklich 2 Zugeständnisse machen. Erstens, eine schnelle Reaktion der Geldpolitik als Krisenhilfe war angemessen. Das galt während der Finanzkrise und es gilt auch während der aktuellen Pandemie. Mein Kritikpunkt ist eher, dass diese Politik unabhängig von der konjunkturellen Lage verfolgt worden ist. Der richtige Zeitpunkt für einen Ausstieg in konjunkturell besserer Lage ist verpasst, ja eigentlich nicht mal versucht worden.
Und zweitens wird man auch nicht so tun können, als gäbe es nicht fundamentale Ursachen für niederste Zinsen. Deutschland, ja, weite Teile Europas weisen eine alternde Bevölkerung mit hohem Wohlstand und zu geringen Investitionen auf. Bildlich gesprochen sitzen wir auf unserem Kapital, von dem es deutlich mehr gibt als sichere Anlagemöglichkeiten. Es ist deshalb eine nachvollziehbare Konsequenz, dass der Marktpreis für Kapital sehr niedrig sein muss. Aber gerade weil dies so ist, habe ich große Zweifel, ob eine beständige Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbank in jeder Phase notwendig und so auch angemessen war. Ich sehe, dass die EZB vor allem durch den Ankauf bester Staats- und Unternehmensanleihen anderen Akteuren sichere Anlagen wegkauft und den Marktzins unter Null drückt. Nicht nur Privaten, auch Versicherungen, Banken natürlich auch. Und vor allem sehe ich nicht, wie man auf absehbare Zeit aus diesem Teufelskreis aussteigen will. Wir haben zu hohe und durch die Corona-Pandemie nochmals erhöhte Staatsverschuldungen in Europa. Wir haben dadurch beförderte und auch immer wieder geäußerte Erwartungen an niedrige Zinsen. Und wir haben die Gewöhnung wichtiger Marktakteure an die Abwesenheit positiver Marktzinsen. Es ist wie bei allen Drogen, kann sich ihnen ganz schlecht entziehen. Und deshalb fürchte ich auch, dass der Entzug von der Droge billigen Geldes ganz schwer oder kaum mehr möglich ist. Wir haben mehr Geld im System, als der Markt sinnvoll aufnehmen könnte. Bin deshalb fast sicher, dass wir auf sehr lange Zeit keine wesentliche Veränderung des Zinsniveaus nach oben sehen werden. Inflation? Vielleicht ein positiver Marktzins in den nächsten Jahren ganz sicher nicht. Und das wird für die Zukunft gravierende Konsequenzen haben, so wie Sie, Herr Professor Senn, das vorher auch schon angesprochen haben. Natürlich werden jetzt manche sagen, Pandemiezeiten sind nicht der beste Zeitpunkt, um über die negativen Folgen der ultralockeren Geldpolitik zu sprechen. Das ist sicher auch wahr. Wahr ist aber auch, die Pandemie wird hoffentlich bald gehen, verschwinden oder bekämpft sein. Aber die ultralockere Geldpolitik und vor allem ihre negativen Auswirkungen werden bleiben und sich eher noch verstärken. Aus meiner Sicht haben wir bisher nur ansatzweise die negativen Wirkungen gesehen. Ich will das in 5 Punkten beschreiben, was ich meine. Erstens, die Geldpolitik ist künftig nicht mehr in der Lage, den Konsum anzureizen. Sie hat ihr Pulver auf lange Zeit verschossen. Die Geldpolitik der EZB geht von einem Inflationsziel von nahe 2% aus. Eigentlich müsste man länger darüber sprechen, ob dieses Ziel und seine Definition noch angemessen sind. Immerhin wird die deutlich spürbare Inflation der Vermögenspreise nicht mit berücksichtigt. Als Beispiel, ein junges Ehepaar hat sich vor 10 Jahren überlegt, eine Wohnung oder ein Eigentum zu kaufen, ein Haus oder ein kleines Häuschen. Sie waren der Meinung, wir haben zu wenig Kapital, also sparen wir erstmals. In diesen 10 Jahren haben wir im Schnitt eine hundertprozentige Verteuerung der Immobilien. In den großen Stadtbereichen um über 120, im ländlichen Raum 70 bis 80%. Das heißt, theoretisch, statistisch haben Sie eine Inflation von nahezu null in diesen 10 Jahren, aber so viel konnten Sie gar nicht ansparen, wie der Erwerb eines Eigentums teurer geworden ist. Und deshalb bewirkt die Geldpolitik seit Jahren eigentlich genau das Gegenteil dessen, was ihr Ziel ist. Sie will den Konsum anreichen, und das ist ja sinnvoll in Krisenzeiten, den Konsum anzureizen. Tatsächlich verhalten sich die Menschen aber genau umgekehrt. Je weniger Zinsen, desto mehr wird gespart. Das klingt paradox, aber das war schon vor der Sondersituation Lockdown so. Und es wird durch diesen noch verstärkt. Bereits 2018 und damit wirklich mitten im Niedrigzinsumfeld gab knapp 3/4 der Deutschen an, ihren Konsum nicht verändert zu haben, obwohl sie es mehrheitlich gekonnt hätten. Und während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr ist die Sparquote in Deutschland
sogar über 20% angestiegen und hat sich gegen dem normalen Niveau verdoppelt. Im dritten Quartal lag sie nach wie vor bei über 16%. Das klingt als sehr erstaunlich, aber aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung weiß ich, in Zeiten der Unsicherheit sparen die Menschen mehr. Und sie bringen es vorwiegend in sichere Anlageformen zu den Sparkassen und auch Volksbanken. Und je weniger Zinsen es gibt, desto mehr Kapital müssen Menschen ja zurücklegen, um am Ende dasselbe Sparziel zu erreichen. Also glauben Sie auch sicher, ich muss mehr sparen, um am Ende das zu haben für eine Anschaffung für die Altersvorsorge, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Also die Menschen verhalten sich so gesehen absolut rational, aber eben anders, als die EZB es gerne hätte. Ich folge daraus, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik die Menschen nicht mehr erreicht. Und zum Zweiten, ich glaube, aus dieser dauerhaft expansiven Geldpolitik verstärkt sich die soziale Spaltung in unserem Land. Billiges Geld bevorzugt Schuldner zu Lasten von Gläubigern. Ein Beispiel: Der Bund spart seit vielen Jahren jährlich über 40 Milliarden, über 40.000 Millionen an Zins für seine Schulden. Das ist das Geld, ein Teil des Geldes, das den Sparern fehlt oder durch diese Zinspolitik vorenthalten wird. Billiges Geld sorgt deshalb dafür, dass Kapital in Sachwerte fließt, also in Immobilien und in Unternehmensanteile. Beides erleben wir in den letzten Jahren. Man sieht entsprechende Wertzuwächse, Immobilien, Aktien und so weiter. Natürlich kann man nun einwenden, jeder von uns kann Schuldner werden. Jeder kann die niedrigen Zinsen nutzen. Jeder kann in Sachwerte investieren. Das stimmt ja auch. Aber meist ist es Theorie. Denn große Teile unserer Bevölkerung verfügen nicht über die Kapitaldienst- und Risikotragfähigkeit, um in großem Stil solche Investments vornehmen zu können. Und zuweilen stehen auch im Blick auf Wertpapierengagements Mentalitäten, Erfahrungen, Bildungen oder auch regulatorische Hürden des Gesetzgebers im Weg. Wenn aber viele von Erwerbseinkommen leben und über Bankeinlagen sparen, dann öffnet sich schrittweise die Schere zu denjenigen, die in großem Umfang in Sachwerte investieren und von deren erheblichen Wertsteigerungen profitieren können. Der weitaus größte Teil der Einlagen bei Kreditinstituten sind heute täglich fällig. Und sie werden mit Null verzinst, zum Teil sogar mit Verwahrentgelten belegt. Nannte es schon, die Preise der privatgenutzten Immobilien in Deutschland sind dagegen, Angabe Bundesbank, um 71% gestiegen und in den Großstädten sogar um 127%. Das zeigt sich ja auch am Wohnungsmarkt, der sowohl was Eigentum anbelangt, wie auch Mieten total aus der Balance geraten ist. Für mich auch eine Folge der ultralockeren Geldpolitik. Nun kann man einwenden, gerade die Zahlen der Sparkassen und Volksbanken zeigen in den letzten 2-3 Jahren hohe Zahl an Eigenheimfinanzierungen. Davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn tatsächlich ist die im europäischen Vergleich niedrige deutsche Eigentumsquote zuletzt nochmals gesunken, nicht gestiegen, weil die Einwohnerzahl bei uns gestiegen ist. Ich glaube, dass selbst zwei Verdiener der Mittelschicht sich heute aus eigenem Einkommen in städtischen Umfeldern wie Frankfurt oder Hamburg, München oder Stuttgart keine eigene Immobilie mehr leisten können. Und dies ist sozialpolitisch eine ganz schlechte Entwicklung. Etwas Hoffnung macht die in 2020 deutlich gestiegene Zahl der Wertpapierdepots, auch bei uns bei den Sparkassen. Offensichtlich lernt inzwischen ein Teil der Bevölkerung, dass sie nur über Wertpapierinvestments am volkswirtschaftlichen Wertzuwachs teilhaben können. Drittens, die Geldpolitik schwächt die kollektiven Vorsorgesysteme. Ich habe es in meiner ganzen beruflichen Zeit in der Sparkassenfinanzgruppe auch mit daran gearbeitet,
dass private Alters- und andere Vorsorgesysteme in großem Umfang angeboten werden, weil sie wichtig sind. Gleichwohl wird man nicht bestreiten können, dass für die Grundabsicherung und für den größten Teil unserer Bevölkerung die kollektiven, also vor allem die gesetzlichen Sicherungssysteme eine existenzielle Bedeutung haben. Gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Pensionskassen und Zusatzversicherung. Die private Lebensversicherung und andere privatkollektive Systeme ergänzen dies. Aber sie alle sind auf langfristig sichere und rentable Investitionsmöglichkeiten angewiesen. Nur so können sie ihr Leistungsversprechen erfüllen und bei deutlich längeren Lebenserwartungen auch ihre Systeme ausfinanzieren. Dabei sind sie in der Anlagepolitik auf jene sicheren Anlageklassen beschränkt, die am Markt zu niedrigen oder gar negativen Sätzen gehandelt werden. Und die guten, teuren oder gut bezahlten Anlagen der früheren Jahre laufen langsam aus. Die durchschnittliche Emissionsrendite aller bis 30. November 2020 begebenen Papiere des Bundes lag bei minus 0,56%, die letzten gegen Ende des Jahres bei 0,7% minus. Das heißt, das aktuelle Marktniveau entwertet die Leistungsfähigkeit der kapitalgedeckten Vorsorgesysteme. Fällende Zinseszinsen werden zu deutlichen Nachfinanzierungsbedarfen führen und in der Folge, das erleben wir ja jetzt schon, vor allem viele Mittelständler, die auf private Altersvorsorge gesetzt haben, erleben, wie Garantieleistungen sinken, manches vielleicht ganz ausgesetzt wird. Pensionskassen und Lebensversicherungen werden deshalb weniger zur Altersversorgung beitragen können als geplant. Für weniger gut Betuchte steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, von ergänzenden staatlichen Hilfen abhängig zu werden, und das trifft möglicherweise in der Zukunft Millionen von Familien. In alternden Gesellschaften und damit besonders auch in Deutschland wird dies aber auch die Kapitalspielräume der jungen Generation und der Unternehmen in der Zukunft deutlich einengen. Und wieder werden diejenigen besonders getroffen, die von Erwerbseinkommen leben, weniger diejenigen mit hohen Kapitaleinkünften. Und das trifft auch die Stiftungen. Schauen wir mal auf die vielen Stiftungen, die in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, gemeinwohlorientierte Aufgaben wahrnehmen, sie stetig und dauerhaft erfüllen wollen. Dazu sind ja Stiftungen gemacht. Viele sind inzwischen total eingeschränkt, weil die Erträge aus dem Grundkapital fehlen. Auch hier müssen wir über Änderungen nachdenken. Viertens, der negative Marktzins entzieht Kreditinstituten mit stabilen, traditionellen Geschäftsmodell schrittweise den Ertragsboden. Auch das hat der Professor Sinn angesprochen. Sparkassen oder auch Volksbanken leben davon, dass sie Einlagen entgegennehmen, für die Leute sicher verwahren, ihnen ein Entgelt, einen Zins bezahlen. Auf der anderen Seite Leuten, die investieren wollen, die eine Idee haben, einen Kredit geben, einen höheren Zins bekommen, und von den Drogen einen Zinsüberschuss betreiben sie ihr Geschäft. Diese Masche der Zinsüberschuss wird immer, immer weniger. Ich habe ja schon erwähnt, dass gerade in unsicheren Zeiten solchen Kreditinstituten in erhöhtem Maß Einlagen zufließen. Also wenn wir beide Verbünde, Sparkassen und Volksbanken, zusammennehmen, haben sie im Augenblick 1.452 Milliarden Euro private Einlagen. Eine gewaltige Summe. Und diese Einlagen lassen sich am Markt immer weniger gewinnbringend investieren. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Zinsüberschuss, also die Ertragsbasis der Kreditinstitute, fortlaufend und scheinbar unaufhaltsam erodiert. Wo ist die Grenze? Und das führt natürlich auch dazu, dass zunehmend Verwahrentgelte eingeführt werden, um weitere Einlagen abzuwehren. Eine paradoxe Situation. Früher freute sich jeder Vorstand, jeder Mitarbeiter in der Sparkasse, wenn jemand Geld zur Einlage brachte. Heute bibbert man, ob jemand kommt und
größere Einlagen einbringen will. Situation, die wieder natürlich ist, die auch nicht passt. Aber sie ist so und die Folgen werden sein, Bankdienstleistungen werden teurer werden. Vor viele Jahre ist immer alles billiger geworden. Heute sieht man dies schon bei steigenden Entgelten für Girokonten, auch übrigens bei Direktbanken, die ja nun auch diesen Weg gehen müssen. Zum Zweiten, Kreditinstitute werden massiv einsparen müssen. Und das wird vor allem Personal treffen, das ist die höchste Ausgabe, gerade bei diesen Präsenzinstituten, die viel in der Fläche sind. Sparkassen hatten über 300.000 Menschen in der Bundesrepublik beschäftigt und das nicht an wenigen Zentralen. In jedem Landkreis, in jeder Stadt, in jeder größeren Gemeinde gibt es eine Sparkasse. Das hat den Menschen auch zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten gegeben innerhalb ihres Instituts und der Gruppe. Wir haben überall in der Fläche investiert und wir haben überall vor allem auch viel Steuern bezahlt. Ob sich diese Personalzahl, diese Präsenz in der Fläche aufrechterhalten wird, ist ein zentrales Thema, sicher nicht im jetzigen Umfang. Und zum Dritten, es findet auch eine Verschiebung von traditionellem und damit eigenen stabilen Bankgeschäft hin zu mehr kapitalmarktgetriebenen Banken und nicht regulierten Non-Banks statt. Damit werden Teile unserer Finanzwirtschaft geschwächt und gerade die Teile, die in vorangegangenen Krisen, vor allem in der Finanzkrise, Volkswirtschaft stabilisiert und dafür vielfach gelobt worden sind. Und es werden durch diese Politik auch diejenigen Kunden bestraft, die heute auf Konsum zugunsten einer Altersvorsorge verzichten, ohne in die Kapitalmärkte zu investieren. Deshalb wird es für Sparkassen und auch für Volksbanken eine große betriebswirtschaftliche Herausforderung sein, wie man diese Zeit meistert, wie wir das Leistungs- und Präsenzniveau erhalten, vor allem auch im Interesse der mittelständischen Struktur und der breiten Bevölkerung. Schließlich reichen die beiden Verbünde, ich rechne wieder beide, Sparkassen und Volksbanken zusammen mit Landesbanken und genossenschaftlichen Zentralbanken, über 60% des gesamten Kreditvolumens an Unternehmen und Selbstständige aus. Bei Handwerkern sind es über 90% des Kredite, die von diesen Gruppen vergeben werden. Deshalb fürchte ich, dass wir das wirtschaftliche Fundament unseres Landes beschädigen, wenn diese Geschäftsmodelle in den Verbundsystemen weiter geschwächt werden. Und fünftens, die heutige Geldpolitik widerspricht auch dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Immer mehr wird heute verstanden, dass wir alle eine große Verantwortung dafür haben, in welchem Zustand wir unsere Welt unseren Kindern und Enkelkindern übergeben. Zu Recht wird ein verantwortliches Verhalten hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Artenschutz, gerade von der jüngeren Generation eingefordert. Ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis muss allerdings auch soziale und ökonomische Faktoren berücksichtigen. Gegen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit verstößt die heutige Geldpolitik. Es entspringt nicht einer ökonomischen Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Lasten infolge von hoher Staatsverschuldung auf kommende Generationen zu verschieben. Und es entspricht auch nicht den Anforderungen an soziale Nachhaltigkeit, wenn sich innerhalb der Gesellschaft die ökonomische Schere immer mehr öffnet und damit die soziale Spaltung vorangetrieben und gesellschaftliche Teilhabe vermindert wird. Zum Dritten, es ist auch ökologisch nicht nachhaltig, durch eine expansive Geldpolitik Konsum von morgen auf heute vorziehen zu wollen, mit allen damit einhergehenden Ressourcenverbrauch. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich bin relativ pessimistisch gestimmt. Ich rechne nicht damit, dass sich die Geldpolitik in den nächsten Jahren ändern wird. Es gibt keinen politischen Willen dafür, der ist nirgends sichtbar. Und es gibt wohl auch kaum mehr einen realistischen Weg hinaus aus Marktbedingungen, an die sich inzwischen alle als Normalfall gewöhnt haben und von denen sie inzwischen abhängig sind, vor allem auch was die Staaten in Europa anbelangt. Und deshalb befürchte ich die erheblichen Verwerfungen, die ich angedeutet habe. Vielleicht
haben wir eines Tages wieder etwas erhöhte Inflationsraten, aber denen werden wohl keine steigenden Zinsen entgegenstehen, was dann sein müsste. Vor allem aber sind wir aus meiner Sicht in einer schleichenden Erosion der Systeme, die über viele Jahre hinweg unsere Volkswirtschaft, Sozialsystem und die Finanzwirtschaft stabilisiert haben. Aus dieser Sicht sehe ich die Wirtschafts-, die Finanz- und die Sozialpolitik in der Verantwortung. Dass eine Beteiligung der breiten Bevölkerung an der Vermögensbildung ermöglicht und erleichtert wird. Andere Länder in Europa machen dies teilweise aufgrund der Niederzinspolitik, anders zumindest als Deutschland. Es muss eine gerechtere Teilhabe der gesamten Bevölkerung am volkswirtschaftlichen Wohlstand erreicht werden. Es müssen Normalverdienende und jungen Familien der Weg ins Eigentum wieder erleichtert werden. Wir müssen über eine kollektive Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme deren Stabilisierung ermöglichen. Und wir müssen die Autonomie der mittelständischen Wirtschaft durch sichere Finanzierungsstrukturen gewährleisten. Die ökonomische Tragfähigkeit der nächsten Generation darf nicht durch zu hohe Staatsschulden überlastet werden. Es wird schwer genug sein. Die langfristig stabilisierenden Wirkungen der Geldpolitik durch andere politische Maßnahmen auszugleichen. Entscheidend wird sein, diese Notwendigkeit überhaupt zu erkennen. Ich befürchte, dass die Dringlichkeit weithin noch nicht erkannt worden ist. Nach der akut notwendigen Bewältigung der Corona-Pandemie wird deshalb auf die Politik eine ungleich größere, wenn langfristige Aufgabe zukommen. Und ich hoffe, dass diese Aufgabe möglichst bald erkannt und dann auch beherzt angegangen wird. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Hases, Ihnen für diesen fulminanten Vortrag. Sie haben uns gewarnt, Sie haben aufgezeigt, welche dramatischen Verwerfungen am Kapitalmarkt und auch verteilungspolitisch stattfinden. Menschen, die sparen, können ihre Sparziele nicht mehr erreichen. Wenn die Zinsen so niedrig sind, spart man dann eher mehr als weniger, wenn man einen bestimmten Zweck im Auge hat. Sie haben die junge Familie genannt, die sich später mal Eigentum schaffen möchte. Die muss ja noch mehr sparen und dann fehlt es noch mehr an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Also die gewünschten Effekte der EZB treten gar nicht auf. Sie sagt, sie muss die Zinsen senken durch ihre lockere Geldpolitik, um den Konsum, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das passiert alles gar nicht. Sie glauben auch, es gibt keinen Rückwärtsgang aus dieser Politik, weil sich alle Beteiligten daran gewöhnt haben. Es ist wie eine Droge, aus der man kaum herauskommt. Es ist angenehm, diese Droge einzuführen und zu haben, aber das Absetzen würde also erhebliche Kopfschmerzen verursachen. Die Stiftungen kommen nicht mehr zurecht. Die Finanzen der Kreditinstitute kommen in Unordnung, wenn die Zentralbank mit ihrer Druckerpresse billig Kredite zur Verfügung stellt, nicht? Sie müssen die Kredite nehmen von den Sparern und weitervermitteln mit einer Marge. Die EZB tritt auf dem Markt auf und druckt das Geld und verleiht es in Konkurrenz zu den Kreditinstituten. Und da sind dann also auch die Margen weg. Damit wird eine tragende Säule unseres gesamten Wirtschaftssystems praktisch angesägt. Das alles sind Gefährdungen, die ich durchaus nachempfinden kann. Meine erste Frage ist, warum wird denn diese Politik gemacht? Was steckt dahinter? Ist es tatsächlich die fiskalische Dominanz? Wie erklären Sie sich das? Eine Politik, die Ihrer Meinung nach nicht mehr wirksam ist, die Zinsen gar nicht mehr senken kann, weil sie schon auch am Anschlag sind, wird immer weiter betrieben. Warum? Also ich gebe natürlich auch zu, dass ich den Blick aus Deutschland habe. Wir sind ja schon wirtschaftlich das stabilste Land.
Und am Anfang lag ja diese Geldpolitik schon auch, hat sie die Begründung gehabt, dass man anderen Ländern hilft. Der Zins ist ja nach der Einführung des Euro in vielen Staaten massiv zurückgegangen. Gott sei Dank war auch das Ziel, dass sie mehr Wohlstand haben können. Und später hat man dann in der Krise das ja durch das Drucken neuen Geldes, das Ausgabe von Krediten noch weiter verbessert. Das hätte ja dann dazu führen müssen, dass die Staaten das nutzen, um nicht mehr neue Schulden zu machen, sich weiter zu verschulden, sondern mit dem einhergeht. Deutschland ist ja diesen Weg ein Stück weit auch gegangen. Herr Scholz weist ja immer darauf hin, wir haben genügend Reserven. Wobei man das auch in Anführungszeichen setzen muss. Der Bund hat ja keine Reserven, da hat nur die letzten Jahre nicht so viel mehr Schulden gemacht wie die Jahre zuvor. Aber in anderen Ländern ist es ja noch schlimmer geworden. Und wenn die EZB jetzt ihre Geldpolitik ändert, das sehe ich sehr wohl, dann hilft es in den Fällen, die ich gesagt habe. Aber die Staaten müssten massiv ihre Ausgabenpolitik verändern, weil sie die Zinsen nicht mehr bezahlen können. Und natürlich ist die EZB unabhängig, man hat ja die Bundesbank als Beispiel genommen. Trotzdem glaube ich, dass die EZB ihre Entscheidungen formal unabhängig von der Politik natürlich trifft. Aber es sind Erwartungen der Regierung, die geäußert werden. Es ist sichtbar für die Notenbanker, was das für die einzelnen Länder bedeuten würde, wenn man die Politik ändert. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt bei dieser Betrachtung. Der Einzige, der ja auch immer eine andere Meinung hat, ist Herr Weidmann. Und das hat seine Gründe, dem, was ich anfangs sagte, dass aus rein deutscher Sicht man das hätte zu Zeiten der Hochkonjunktur verändern können, vielleicht auch hätte ändern müssen. Ja, Sie sagen so selbstverständlich, die EZB hat ja auch das Wohlergehen anderer Staaten im Blick. Sind Sie der Meinung, die EZB macht ihre Zinspolitik, um die Staaten zu entlasten von den hohen Zinsen, um ihnen das Schuldenmachen zu erleichtern? Ja, so direkt sicher nicht, aber es ist die Folge. Und wir haben ja auch erstmals in der Führung der Notenbank jetzt keine Geldpolitiker ganz an der Spitze, Präsidentin und Vizepräsident, sondern Leute, die aus der Politik kommen. Jetzt, Sie haben ja selber gesagt, ich war selber ja auch mal in der Politik, das ist ja nicht negativ, sondern gibt einem auch Einblicke. Aber ich glaube schon, dass in der EZB und ja, bei vielen Ratsmitgliedern aus anderen Ländern die Erwartungshaltung der Politik eine größere Rolle spielt als bei denen, die aus der Bundesrepublik entsandt worden sind. Wenn man die Meinungen verfolgt von früheren Mitgliedern der Europäischen Zentralbank, die aus Deutschland gekommen sind, Herr Stark beispielsweise, dann äußern die das ja ziemlich unverblümt. Und Herr Weidmann etwas diplomatischer jetzt in der Position als Chef der Bundesbank. Vielleicht ist das ja auch der Hintergrund, dass er nicht entgegen der Erwartung vieler dann an die Spitze der EZB gekommen ist. Diese unverblümte Feststellung in der Tat findet man auch in dem Memorandum von Ex-Zentralbankgouverneuren, welches vor gut einem Jahr veröffentlicht wurde. Da war Ottmar Issing dabei, da war Nouyer dabei, da war Herr Stark dabei, den Sie gerade erwähnt haben, da war Herr Schlesinger dabei, Liebscher aus Österreich, Holländer, es war La Rosière aus Frankreich dabei. Also einhellig war hier eine ähnliche Kritik an der EZB-Politik geäußert worden, wie von Ihnen. Und es ist der Verdacht geäußert worden, dass es tatsächlich darum ging, die Zinsen zu drücken für die überschuldeten Staaten, um sie zu entlasten, nicht? Nun, man muss wissen, also der Euro an sich, darauf haben Sie ja hingewiesen, hat diese Staaten bereits massiv entlastet. Als er angekündigt wurde 1995 auf dem Gipfel von Madrid, sind die Zinsen in Italien, in Spanien, in Portugal von 12% auf 7% auf das deutsche Niveau damals gefallen, um 5 Prozentpunkte. Und dann ging die Reise sowieso
anschließend noch weiter runter für alle gemeinsam. Aber diese Zinsunterschiede, die früher da waren, die sich aus der unterschiedlichen Bonität der Länder erklärten, hatten sich reduziert. Das hat den Ländern massive Vorteile gebracht. Italien hat so viel gewonnen, fiskalisch durch die Zinssenkungen, die da allein die Ankündigung des Euro brachte, wie das ganze Mehrwertsteueraufkommen. Also die hätten die Mehrwertsteuer streichen können und hätten trotzdem noch ein kleines Plus gehabt in ihrem Budget wegen dieses Zinseffektes. Und dann machte man anschließend immer weiter, nicht? Nun sind es zum Teil weltweite Entwicklungen. Es ist die Demografie, darauf haben Sie hingewiesen. Aber es ist eben auch tatsächlich vielleicht noch mehr, wie diese Ex-Gouverneure sagen. Und das ist die fiskalische Dominanz, von der Sie ja gesprochen haben. Also die Belange der Staaten dominieren letztlich auch die Geldpolitik. Aber gibt es nicht auch eine umgekehrte Dominanz? Also geht es nicht in beide Richtungen, dass die Geldpolitik im Grunde die Fiskalpolitik in die Haftung nimmt? Denn bedenken Sie mal, was passiert ist. 2012 gab es ja das OMT-Programm, das Whatever It Takes. Mario Draghi hatte erklärt, dass die EZB aus den Portfolios der Anleger Staatspapiere unbegrenzt herauskaufen würde und auch die Haftung übernehmen würde, wenn diese Staaten in Schwierigkeiten kommen würden. Also vielleicht sogar einen Staatskonkurs haben würden. Der griechische Konkurs ist ja nur mit Mühe abgewendet worden oder fand fast schon eigentlich statt, nicht? Indem für 105 Milliarden Euro Anfang 2012 zu Lasten privater Anleger ein Schuldenschnitt gemacht wurde. Also die EZB hat praktisch eine Versicherungsfunktion übernommen, hat gegenüber den Anlegern eine Kreditausfallversicherung kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das hat das Interesse an den Staatspapieren südlicher Länder wieder vergrößert, hat die Zinsen halt gesenkt. Und nun ist also die Politik anschließend, und das ist mein Punkt, auf den ich hinaus will, vielleicht gar nicht mehr frei zu entscheiden, wenn es darum geht, den Euro in Schwierigkeiten zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch fiskalische Rettungsschirme die bedrängten Länder Südeuropas zu retten, dann kann sie ja kaum noch anders als zu retten, weil man ja sowieso schon über die Aktion der Europäischen Zentralbank in der Haftung ist. Also im Grunde entscheidet zunächst der EZB-Rat, dieses technokratische Gremium, wo Deutschland so viel zu sagen hat wie Malta, über ein Haftungsversprechen gegenüber den Anlegern. Und dann bleibt der fiskalischen Seite, den Staaten, gar nichts anderes übrig, als die Schuldner zu retten durch Rettungspakete, damit diese Haftung nicht sichtbar wird. Kann es nicht also auch diesen umgekehrten Zusammenhang geben, sodass sich das beides wie in einem Kreis hochschaukelt zu immer mehr Verschuldung und immer mehr Haftung und immer mehr Geldschöpfung, sodass also dadurch diese verheerende Entwicklung zustande gekommen ist, die Sie beschrieben haben? Ja, da kann ich Ihnen nicht widersprechen, Herr Professor Sinn. Ich glaube schon, dass der Zusammenhang ja da ist. Im Prinzip ist ja für die Staaten bequemer geworden. Hätten wir einen normalen Zins, dann müssen sie entweder Steuern erhöhen, dass sie den Zins bezahlen können, oder sie müssen ihre Tätigkeit einschränken, also keine so hohen Ausgaben, also sparen. Der Staat hat ja in den letzten Jahren immer gesagt, wir haben gespart, keine neuen Schulden aufgenommen. Das unter Sparen verstehen wir Normalbürger, dass ich Geld zurücklege. In der Politik wird meistens gesagt, ich spare, wenn ich nicht ganz so viel Schulden mache, wie ich vorhatte. Also beim Bund, ich hatte vor, 40 Milliarden Schulden zu machen. Jetzt mache ich nur 5 Milliarden Schulden. Dann sagen wir sparen 35 Milliarden. Die Wahrheit ist, man hat 5.000 Millionen Schulden gemacht. Also da ist ja eine Begriffsverwirrung ein bisschen in der Bevölkerung da. Und die Staaten haben jetzt ja die bequeme Situation, sie zahlen keine Zinsen mehr und die Bürger bekommen keinen Zinsen. Den Banken fehlt das Geld und den Sparkassen. Also was tun sie? Sie müssen Gebühren erhöhen und anderes. Das heißt, die Bürger schimpfen jetzt auf die Banken, weshalb das Girokonto mehr kostet, weshalb auch beim Wertpapierkauf die Gebühr gestiegen ist, weshalb werden bei größeren Beträgen Verwahrentgelte eingeführt. Das heißt, man hat plötzlich diese negative Seite der Verschuldung, ist wegverlagert. Ich hat theoretisch
in den Augen der Bevölkerung ja mit den Politikern gar nichts mehr zu tun. Und das macht es ja noch schwieriger aus meiner Sicht, dieses Bewusstsein schon auch für die Politik eine in ihrer Sprache, in ihren Auftritten, Reden eine Veränderung einzuleiten, die ihnen eigentlich die Arbeit massiv erschweren würde. Man sieht es ja in Japan. Beide Dinge, die ich angesprochen habe, einerseits werden Bankdienstleistungen immer teurer, andererseits hat es nicht die Wirkung gehabt, die Wirtschaft anzukurbeln und zum Dritten kommen sie aus dieser Spirale der niedrigen Zinsen nicht mehr raus. Also es ist nicht abzusehen, wann und wie sich das ändern soll. Das ist schon ein außerordentlich schwieriger Punkt und es wird keine Situation geben, wo irgendwann nun plötzlich das Ruder in die andere Richtung geschmissen wird. Ja, Sie sprachen kurz über die Inflation. Wir wissen nicht, ob sie kommt. Es kann aber sein. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Wir haben bei den Immobilienpreisen ja schon eine Inflation gehabt. Die gehen aber nicht mit in den Preisindex der Lebenshaltung ein. Man kann darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Es hat auch systematische Gründe. Aber wie sehen Sie das? Corona überwunden, die Wirtschaft zieht an. Wir haben gewisse Strukturschwächen. Firmen sind inzwischen auch pleite gegangen, Angebotsverknappung. Wie können Sie sich in dieser Hinsicht die nächsten Jahre vorstellen? Also im Augenblick kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, dass es zur Inflation kommt, weil man sagt, es sind überall genügend Güter, es ist eher in vielen Bereichen ein Überangebot. Das wird sich aber nach der Pandemie ein Stück weit ändern. Ich halte auch, Sie haben es ja angesprochen, ob man den Index ändern soll oder die Berechnung. Das wird ja viel diskutiert. Ich glaube nicht, dass Vermögenspreise da einfließen. Aber das Negative dabei ist ja, wenn Sie reden, hören von Mitgliedern der EZB oder auch vielen aus der Bundespolitik, dann heißt es immer, ja, also der Niederzins, dass die Leute keinen Zins bekommen, ist ja kein Problem, weil sie haben ja keine Inflation. Und das stimmt eben dann nicht. Deshalb habe ich das Beispiel dieser jungen Leute angeführt, die sich Eigentum erwerben wollen. Und wir haben ja in Deutschland eine beschämende Eigentumsquote von unter 50%. In manchen Ländern sind wir knapp drüber innerhalb der Republik, in anderen knapp drunter. Das glaube ich auch, dass das langfristig noch ein schwierigeres Problem werden wird. So, aber man gaukelt den Leuten so quasi vor, redet sich auch selber ein. Also das ist ja gar nicht so schlimm für die Bevölkerung. Sie haben keine Inflation und deshalb ist es nicht schlimm, wenn sie keine Zinsen bekommen. Das ist einfach eine Milchmädchenrechnung aufgrund also diese Art, wie die Berechnung vorgenommen wird, zumindest für die Menschen, die sich Eigentum bilden wollen. So kommt es eher zu einer Inflation bei den Gütern. Ich könnte mir das vorstellen, ich habe keine Gründe dafür, aber ich glaube schon, wenn die Wirtschaft weltweit anzieht, wenn die Pandemie bekämpft ist oder zumindest entsprechend geimpft werden kann, dass wir nicht mehr erkranken, dann wird der Konsum massiv anziehen. Das Reisen wird sehr schnell wieder ganz nach oben gehen. Man wird sich auch wieder Dinge kaufen, die man jetzt nicht braucht oder kein Interesse dran hat oder nicht das Einkaufserlebnis. Deshalb kann es schon sein, dass die Inflation anzieht. Aber es wird keine Änderung der Geldpolitik bringen, wie wir vorher gesprochen haben. Dann wird es ja für Menschen besonders kritisch. Denn einerseits zahlen sie dann mehr für die Güter des täglichen Bedarfs. Und andererseits haben sie keinen Ertrag mehr aus ihrem Ersparten. Das wird sicher eine noch schwierigere Situation werden. Und bei den Kreditinstituten bleibt es dabei, dass wir sparen müssen, wo es geht, bei Sach- und Personalkosten, was Präsenzprobleme bringen wird. Und man wird an anderer Stelle versuchen, Gebühren für Dienstleistungen zu erheben, die seither als selbstverständlich kostenlos angesehen werden. Ja, also ich kann, wie Sie auch meinen Ausführungen entnommen haben, Ihrer Prognose natürlich folgen, absolut. Ja, dass wir wissen gar nicht mehr, wie wir da rauskommen sollen aus dieser Kiste. Den Rückwärtsgang gibt es nicht, beziehungsweise der wird aus politischen Gründen nicht eingelegt werden. Ja,
Bleibt uns denn noch was anderes übrig, als fatalistisch dieses Schicksal so anzunehmen? Oder gibt es mögliche sinnvolle Reformen des Eurosystems? Es wird ja sowieso immer geredet über einen großen Wurf. Europa muss nach vorne schreiten und muss die Verträge ändern. Kanzler Schröder hat das in seinem neuen Buch jetzt gerade auch wieder gefordert. Praktisch eine politische Union mit einer gemeinsamen Armee. Die Franzosen sollen ihre Force de Frappe vergemeinschaften und der europäischen Kontrolle unterwerfen. Also es ist eine Diskussion im Gange, dass wir alles ändern müssen. Und wenn wir alles ändern können im Zuge eines neuen Vertragsverfahrens, wie würden Sie dann die EZB ändern? Also ich weiß nicht, was sich in Europa ändern wird, aber auch sowohl die Flüchtlingskrise wie die Pandemie haben ja gezeigt, dass es so wie jetzt nicht bleiben kann. Denn man ist ja sofort in nationale Interessen zurückgefallen. Und hat gerade bei der Flüchtlingskrise sich nicht mal auf Minimalstes verständigen können. Bei der Pandemie hat man sich, so sehe ich es jetzt, nur deshalb auf eine gemeinsame Linie verständigt, auch beim Impfstoff, weil die anderen viele Sorge hatten, dass Deutschland sonst das meiste bekommt, weil hier mit entwickelt und produziert worden ist. Also da war es relativ einfach, die Zustimmung der anderen Länder zu bekommen, da haben eher wir verzichtet. Also sprich, daraus geht hervor, aus den letzten paar Jahren hat man ja so den Eindruck, es ist nicht mehr so, wenn Deutschland, Frankreich, vielleicht Spanien, Italien was gemeinsam wollen, dann geht es durch. Also ich habe das als Präsident der Europäischen Vereinigung immer erlebt, wenn man sich mit Frankreich und Spanien, vielleicht noch Italien einig war. In Finanzfragen konnten wir uns mit Großbritannien weniger einigen, dann ist die Sache gelaufen. Das hat ja durch die Osterweiterung, die langsam mehr Selbstbewusstsein bekommen, ist das eine ganz andere Situation geworden durch die vielen kleinen Länder. Aber es zeigt auch Ihr Beispiel, dass es ja so nicht bleiben kann mit der Einstimmigkeit und jeder eine Stimme, egal wie groß das Land ist. Das wird aber der schwierigste Punkt sein, wenn man an die Verträge geht. Man hat schon bei Lissabon gesehen und das wird ja jetzt dann noch schwieriger werden. Trotzdem halte ich, aber das ist meine sehr persönliche Meinung, ein langfristig gutes Miteinander Europa, was wir unbedingt brauchen und anstreben müssen, wird nur möglich sein, wenn wir hier zu einer Veränderung kommen und damit auch gegebenenfalls mal einige Länder überstimmt werden können im Interesse des Gemeinsamen. Das ist aber der schwierigere Teil, wie dass man neue Zuständigkeiten übernimmt. Aber ich schätze die Politik eher so ein, dass es allein die Veränderung jetzt Stimmrecht und anderes nicht geben wird, sondern wenn dann neue Zuständigkeiten kommen, eventuell im Umweltbereich oder bei der Verteidigung, wie Schröder das angesprochen hat, dann wird man sowas vielleicht zum Anlass nehmen oder nehmen können, um in dem Zusammenhang dann auch Stimmrechte zu ändern. Also nicht isoliert, sondern indem man ein größeres Bild entwirft von einem vereinigteren Europa, mehr Gemeinsamkeiten und das dann auf neue Beine stellt. Und das würde ich dann als analog auch für die EZB für richtig ansehen, dass die Unabhängigkeit natürlich bleibt, aber dass die Gewichtung der Staaten eine andere wird. Wir sind ja jetzt als Deutschland im engeren Führungszirkel der EZB überhaupt nicht mehr vertreten. Und wir sind überhaupt nicht mehr so vertreten, glaube ich, wie wir es schon mal waren. Aber das ist vielleicht jetzt der falsche Ansatz. Könnte ja in Person gehen. Aber ich glaube, dass die Zusammensetzung EZB und Stimmmöglichkeiten sich dann an das anpassen müssen, was auch auf der politischen Ebene der EU kommt. Und das kann nicht das jetzige System sein, für kleinste Länder das gleiche Stimmrecht wie für ein Volk wie Deutschland. Ob sich dann die Politik dadurch ändert, ist eine zweite Frage. Aber das ist zumindest der erste Ansatz dazu. Ja, vielen Dank, Herr Hasis. Das war, glaube ich, auch ein jetzt ganz guter Ausblick nach all diesen Schwierigkeiten, die Sie geschildert haben. Wenn wir in Europa vorangehen und einen großen neuen Vertragsentwurf machen zu einer politischen Union, dann kann man vielleicht gleichzeitig
die Fehler in dem jetzigen Vertragssystem, die Sie ja implizit hier beschrieben haben, korrigieren. Und dann hat Europa vielleicht doch eine Zukunft. Denn eines ist ja klar, ohne die europäische Integration können wir Deutschen in unserer Mittellage hier gar nicht vernünftig existieren. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Weg. Aber so wie er jetzt angegangen ist, kann es eigentlich nicht wirklich weitergehen. Und warum, das haben Sie uns geschildert. Meine Damen und Herren, Sie haben Heinrich Hases, den langjährigen Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, gehört, mit einem sehr, sehr interessanten perspektivischen Vortrag, der für die Orientierung von uns allen in den nächsten Jahren von großer Bedeutung ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke Ihnen.